Hallo und herzlich willkommen. Für unseren ersten Film, den wir jetzt machen wollen, haben wir uns überlegt, wir wollen ein cooles Foto von uns machen und das Ganze dann in einen Comic-Style umwandeln. Ihr merkt jetzt schon, es schallt hier ziemlich in dem Raum. Das liegt daran, dass wir umziehen werden und der Raum hier ist leer geräumt. Aber wir können den Raum jetzt nutzen. Wir werden also jetzt hier so ein bisschen dekorieren und Lichter aufstellen, dass wir halt gleich coole Fotos machen können. Nicht wundern, wir werden uns gleich nochmal umziehen, weil das Ganze soll halt so ein bisschen lustig aussehen halt. Und ich wünsche euch viel Spaß. Er wird lustig ausschauen. Ja, vielleicht. Ich nochmal. Viel Spaß. Wir sind jetzt fertig. Wir hatten eine Menge Spaß. Ich hoffe, ihr habt damit auch eine Menge Spaß. Wir werden jetzt die schönsten Fotos raussuchen und das Allerschönste wird der Toni in einem Comic-Style umwandeln. Und das wird euch dann präsentiert und... Ja, so schaut's aus. Genau. Das schönste Foto suchen wir raus, machen wir im Comic-Style. Ich zeige euch dann genau, wie diese Bearbeitungsweise funktioniert und hoffe, dass am Ende was Gutes rauskommt. Ich denke schon. Sonst war die ganze Arbeit umsonst. Nein, das war nicht. Aber wir hatten trotzdem Spaß. Absolut. Okay, also, wir sehen uns dann gleich auf PC wieder. Bis dann. So, das sind jetzt hier die Bilder, die wir gemacht haben. Einmal im JPEG-Format und hier unten sind die RAW-Dateien dazu. Wir haben uns die Bilder gestern schon mal angeschaut und wir haben uns jetzt für dieses Bild hier entschieden, weil es halt recht witzig ausschaut. Deshalb nehmen wir uns dazu jetzt mal die RAW-Datei und öffnen die in Photoshop. Jetzt geht es natürlich erstmal um die grundsätzlichen Einstellungen. Und an der Stelle muss ich dazu sagen, wir hatten ja in unserem Kanal-Trailer gesagt, dass wir Step-by-Step vorgehen wollen. Das heißt also, wir wollen einen Grundkurs für Fotografieanfänger machen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Bildbearbeitung. Aber in dem Fall machen wir jetzt mal eine Ausnahme, weil wir einfach zu unserem Logo ein cooles Bild von uns haben wollen, im Comic-Style. Und das Ganze wollen wir uns dann auf unsere T-Shirts drucken, weil Kerstin und ich haben uns überlegt, es sieht halt cool aus, wenn wir unsere eigenen T-Shirts tragen würden. Und deshalb gibt es heute dieses Tutorial mal außerhalb der Reihe. Hier werden einige fortgeschrittene Sachen vorkommen, die euch vielleicht noch nichts sagen werden, wenn ihr recht neu seid in der Bildbearbeitung. Aber wie gesagt, in späteren Videos werden wir das alles nochmal nach und nach erklären.
Hier geht es jetzt einfach nur mal darum, wie mache ich aus so einem Bild einen Comic-Style. So, in der grundsätzlichen Entwicklung geht es erstmal darum, hier die Details etwas aufzuhellen. Das habe ich jetzt hier gemacht mit den Tiefen. Das ganze Bild mache ich etwas heller. Kontraste setze ich auch etwas höher. Struktur nehme ich etwas raus. Das ist dann zu viel. Das brauchst du für das Comic auch später nicht. Die Klarheit können wir etwas anheben. Bei den Farben und beim Dynamikumfang gehen wir recht hoch, weil es soll ja ein Comic werden. Das heißt, es darf ruhig quietschbunt sein. Im Normalfall würde ich das natürlich nicht so extrem machen, aber hier passt es jetzt ganz gut für das Vorhaben. Bei den Details gehe ich hin und Moment. So, mache die Rauschreduzierung etwas an. Jetzt sehe ich gerade hier, dass das sehr orange wird, beziehungsweise gelblich. Ich nehme also jetzt hier mal etwas die Orangetöne raus. Auch die Rottöne. Schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Ja, das passt jetzt bis dahin schon mal soweit. Das öffnen wir jetzt. Und jetzt geht es sich darum, das freizustellen. Freistellen heißt, ich nehme mir mein Freistellwerkzeug und markiere im Endeffekt die Objekte, die ich später behalten möchte. Und alles andere, was drumherum ist, blende ich aus. Hier sei auch nochmal dazu gesagt, das ist jetzt natürlich kein professioneller Aufbau. Wir haben das jetzt notdürftig gestern gemacht, weil wir halt dieses Foto unbedingt haben wollten. Und hierbei geht es sich nur darum, dieser weiße Hintergrund, den wir auch jetzt hier unten hingelegt haben, der macht es mir wesentlich leichter, das freizustellen, weil ich halt eine stärkere Kontraste habe. Also ich kann die Konturen besser erkennen, um alles auszuschneiden. Normalerweise macht man sowas natürlich viel professioneller, aber für uns hat das so in dem Fall gereicht und es erfüllt seinen Zweck. Das Ausschneiden selber wird jetzt eine ganze Zeit lang dauern. Ich mache jetzt hier mal einen Zeitraffer an, damit das für euch etwas schneller geht. Das heißt, für euch wird das jetzt nur wenige Sekunden dauern, aber ich werde damit eine ganze Zeit lang beschäftigt sein. Also, bis gleich.
So, das Freistellen ist jetzt soweit abgeschlossen. Das hat doch etwas länger gedauert, als ich gedacht habe. Jetzt sind hier noch weiße Konturen zu sehen. Die machen wir gleich weg. Ebenmaske noch anwenden. So. Jetzt ist mir beim Freistellen aber aufgefallen, dass hier einige kleine Fehler drin sind. Und zwar einmal hier diese Schnalle vorm Gesicht. Die werde ich jetzt gleich wegretuschieren. So gut es geht, ist natürlich schwierig, weil da natürlich genau der Bart ist und der Ansatz vom Kinn. Beziehungsweise hier der Hals, mal schauen, vielleicht kriege ich das ganz gut hin. Ich glaube, das mache ich jetzt als erstes mal, dann ist das schon mal weg. Ich versuche jetzt halt diese Formen hier nachzubauen, der Bart hier halt geht. Natürlich sehr schwierig. Hier haben wir noch diese Rundung drin. Die würde wahrscheinlich hier so jetzt weitergehen. Jetzt nehme ich mir das hier als Quelle. Versuche hier erstmal den Gurt fertig zu bekommen. Ich meine, ich arbeite jetzt natürlich hier stark vergrößert. Und wenn man später rauszoomt, dann wird man das gar nicht mehr so stark erkennen alles. Aber diese Schnalle da mit dem Gesicht, das nervt halt. Also sieht halt nicht gut aus. Aber es lässt sich recht gut wegretuschieren, glaube ich. Ja, das klappt ganz gut. Schwierig wird es halt hier an den Stellen, wo halt wirklich der Übergang ist zwischen Kopf und diesem Gurt. Ich glaube, jetzt nehme ich mir das hier mal als Quelle dazu. Ja, und so arbeite ich mich jetzt Stück für Stück voran. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Schwierige ist halt, umso näher ich an den Gurt rankomme, so umso präziser muss ich halt arbeiten. Aber das ist ganz gut gelungen. Jetzt habe ich hier natürlich das gleiche Problem, hier hinten. Dann nehme ich mir mal diesen Radius hier. Man kann natürlich hier auch noch mit den Deckkraft, mit der Deckkraft arbeiten. Aber ich will das ja komplett hundertprozentig deckend wegbekommen. Da macht es also jetzt auch keinen Sinn, irgendwie so einen leichten Übergang formen zu wollen. Es bringt ja nichts, wenn am Ende trotzdem noch etwas von dem Gurt zu sehen ist. Jetzt bilde ich mir hier den Hals nach. Geht etwa so weit runter hier. So. Die Schnalle können wir da lassen. Die stört mich nicht so sehr. Hier machen wir jetzt den Rucksack weiter. Diesen Radius. Jetzt sieht man hier, dass hier diese grünen Linien sind. Das ist ein Objektivfehler gewesen. Aber auch den werden wir dann gleich noch wegbekommen. Hier wäre wahrscheinlich jetzt gar nichts zu sehen. Das schneide ich also einfach aus. Und hier oben machen wir einfach den Hut weiter. Ja, das ist okay so. Ah, hier ist noch ein kleiner Fehler. Jetzt sieht man hier noch so einen leichten grauen Touch, aber das ist ja auch extrem vergrößert. So sieht man das nicht mehr und die Schnalle hier ist weg. Was mir jetzt auch noch aufgefallen ist, ist die Unterschiede bezüglich der Helligkeit im Gesicht. Und darum werde ich mich jetzt mal kümmern, denn sonst würde das später in der Karikatur recht komisch aussehen. So, und zwar finde ich, dass hier der Bereich
etwas zu dunkel ist, dann nehme ich also das Abwedlerwerkzeug, was jetzt natürlich riesig eingestellt ist. Belichtung 50 ist etwas viel. Ich nehme lieber nur mal. Also hier sollte man lieber sachte vorgehen, weil das macht immer recht starke Sprünge. Also ich nehme jetzt hier einfach nur mal 5% und fahre jetzt hier mal an der Seite etwas drüber. Und man sieht mit jedem Wisch, wie das schon heller wird. Machen wir noch etwas mehr. Hier vor allen Dingen. So, und an der Stelle, wo es ohnehin schon hell ist, da nehme ich das Nachbelichterwerkzeug. Und auch hier stelle ich mir lieber 5% ein. Denn 50 wäre viel zu viel, da macht man viel zu große Schritte. Ja, 6% geht auch. Wenn man jetzt hier drüber fährt, sieht man eigentlich schon mit jedem Strich, wie es dunkler wird. So. Das passt also jetzt. Das ist schon etwas mehr angeglichen. Hier bei der Hand macht man das genauso. Die ist jetzt noch sehr rötlich. Das bekommen wir aber gleich weg. Und bei mir im Gesicht war das gleiche Problem. Ich muss also hier auf der Seite, wo die Lichtquelle war, nachbelichten. Und ich glaube, aufhellen brauche ich jetzt hier gar nicht mehr. Das passt schon ganz gut so. Okay, freigestellt, bearbeitet. Hier an den Armen könnte ich eventuell noch mal ein bisschen nachbelichten. So. Hier bei den Händen auf jeden Fall. Ja, die Beine sind halt zu kasig, da kann ich auch nichts dran ändern. So. Okay. Gefällt mir jetzt eigentlich schon ganz gut. Wie gesagt, wir haben jetzt hier drumherum noch diese Kontur. Da kann man aber einfach hingehen und zum Beispiel einen Schatten nach innen machen. Hier bei den Effekten. Schatten nach innen. Ich denke mal, da reichen wahrscheinlich schon 2 Pixel. Also Größe 2. 1 wäre wahrscheinlich zu wenig. Ja genau, 2 Pixel. Und Deckkraft nehmen wir mal nur 50. So. Man sieht schon den Unterschied, diese grünen Konturen, die hier vorhin waren, die werden dadurch wunderbar ausgeblendet. So, im nächsten Schritt gehe ich jetzt hin und schneide mir als erstes mal die Köpfe aus, da ich die deutlich vergrößern möchte. Das heißt, ich markiere mir die jetzt hier einfach mal grob, drücke STRG J für eine Kopie des ausgewählten Bereiches. Den Effekt hier können wir natürlich löschen, den brauchen wir nicht mehr. Das gleiche machen wir mit dem Kopf auch. Jetzt sehe ich gerade, dass hier so 2 kleine Fehler drauf sind. Das ist wahrscheinlich vom Freistellen gerade. Da sind von der Maske Fehler übernommen worden. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht weiter stören. Das können wir dann später korrigieren. Auch hier kopiere ich mir jetzt als erstes den Kopf. STRG J. Und ich denke mal so auf etwa 180%. Ja, so im Groben und Ganzen sollte das passen. Das gleiche mit meinem Kopf auch. 180%. So. Okay. Jetzt richte ich mir die beiden noch so grob aus. Und jetzt geht es auch hier natürlich darum, mit einer Maske das Ganze passender zu malen, dass es also eher zum Übergang passt. Und jetzt habe ich ja bei mir hier das Problem mit dem Rucksack. Den bekomme ich vielleicht relativ gut weggezeichnet. Härte 0. Schauen wir mal, ob das hier gut passt mit dem Übergang. Auch hier ist es jetzt nicht so wichtig, dass es alles millimetergenau ist. Ich versuche halt so genau wie möglich zu arbeiten.
Aber das wird man später bei der Karikatur gar nicht mehr sehen. Hier der Riemen, der muss natürlich komplett weg. Jetzt habe ich natürlich die Schwierigkeit, dass ich hier auf der Seite mit dem Hals viel zu weit hinten bin. Aber das geht, glaube ich. Den Riemen nehmen wir noch mit hier. Und ich kann ja auch noch hingehen und über Filter verflüssigen. Oh, Moment. Das war jetzt nur für die Maske. Filter verflüssigen. Jetzt kann ich hier mit diesem Mitzieherwerkzeug den Kopf noch etwas unten, ich sag mal, so trichterförmig ziehen, indem ich einfach hingehe und schiebe mir das einfach mal so hier so in den Bereich. Das ist jetzt hier auf der Seite nicht so unbedingt wichtig, weil da war ich relativ bündig, aber gerade hier in dem Bereich, da hatte ich ja extreme Probleme, den Übergang hinzubekommen. Ich darf es natürlich nicht übertreiben. Aber ich muss halt, wie gesagt, mit dem Hals hier eine ganze Ecke weit rüber, damit das wieder zu dem Originalhals passt von dem ursprünglichen Foto. Schauen wir mal, ob das schon passt. Ansicht, ganzes Bild. Ja, ich glaube, das passt ganz gut. Da sieht man also zwar den Übergang, hier ist der Hals noch zu sehen. Das passt. Das gleiche machen wir jetzt mit dem Kopf von Kerstin. Der ist auf 180% vergrößert. Ich glaube, hier gehe ich jetzt direkt als erstes hin und nehme den Filter verflüssigen Werkzeug und schiebe mir das gleich direkt mal so zurecht, dass es ungefähr passt. Das heißt also auch hier wieder rüberschieben. Vor allen Dingen der Hals ist halt wichtig hier. Genauso wie auf der Seite hier. Ja, hier habe ich gleich wieder das Problem, dass ich das ausschneiden werden müsse, weil sonst wird man das natürlich auf dem fertigen Foto sehen. Aber fangen wir erstmal hiermit an. So, schauen wir mal. Und hier legen wir uns auch eine Maske an und werden zuerst einmal die groben Bereiche hier wegmaskieren, die uns stören. Aufpassen, dass wir nicht zu viel wegnehmen hier. So. Ja, hier passt der Übergang schon ganz gut. Schauen, dass hier die Jacke gut rauskommt. Weil die wäre natürlich als klare Kante vor dem Gesicht zu sehen. Die Ecke nehmen wir uns weg hier. Und jetzt haben wir, wie gesagt, hier das Problem mit den Haaren, die wir uns so mühselig freigestellt hatten. Aber ich gehe jetzt hier einfach hin. Schneide die mal weg. Jetzt muss ich natürlich die Härte am Rand etwas besser einstellen, weil sonst kriegen wir hier diese Kontur des Ohres nicht hin. Das heißt also hier müssen wir recht genau arbeiten, denn es würde ja keinen Sinn machen, dass da oben diese Jacke noch weitergeht.
Jetzt können wir wieder die Härte etwas weicher stellen, dass wir hier so einen leichteren Übergang hinbekommen. Und die übrigen Reste hier an der Seite entfernen. So, schauen wir mal kurz. Okay, das sieht doch schon mal sehr cool aus bis dahin. Den Übergang hier müssen wir vielleicht noch etwas nacharbeiten. Das sieht halt sehr komisch aus. So, hier verläuft die Jacke, genau. Und hier hinten am Nacken müssen wir auch noch etwas nacharbeiten. Okay, prima. So lassen wir es erstmal. So, im nächsten Schritt kopieren wir uns diese drei Objekte oder reduzieren die auf eine einzige Ebene. Denn das Verflüssigen-Werkzeug hat noch einen anderen coolen Effekt, den wir uns zunutze machen wollen. Und zwar geht es dann hier um die Gesichtermanipulation. Also man sieht, Photoshop erkennt hier die Gesichter. Gesicht 1, Gesicht 2. Jetzt muss ich mal schauen, wer ist. Hier kann man jetzt die Augengröße verändern. Okay, das handelt sich hierbei jetzt um Kerstin. Vergrößern wir das mal ein bisschen. Ah, nicht auf 700%, das ist ja viel zu viel. Gehen wir mal auf 100%. So, machen wir mal die Augen groß. Augenbreite. Machen wir jetzt natürlich sehr übertrieben hier alles. Das eine Auge können wir ein bisschen mehr neigen in die andere Richtung. So, die Nase machen wir hier mal recht klein und so ziemlich spitz. Dann tun wir so, als wenn sie gelächelt hätte. Die Oberlippe größer, die Unterlippe machen wir größer und den ganzen Mund machen wir auch etwas größer. So. Sieht jetzt natürlich so schrecklich aus. Jetzt schauen wir mal, wie das so aussieht. Okay, das sieht schon mal gut aus. Dann gehen wir noch auf Gesicht 2. Das bin dann ich. Ich muss auf jeden Fall die Augen deutlich größer machen, damit es zu Kerstins Augen passt, weil ich hatte meine Augen recht weit zugekniffen. So. Dann auch bei der Nase wieder so spitz machen, etwas Lächeln ins Gesicht zaubern, die Oberlippe größer, die Unterlippe größer, den ganzen Mund etwas größer und auch ruhig etwas weiter offen. Ach, jetzt kann man hier noch die Stirn verändern. Das ziehen wir bei mir ein bisschen hoch, bei Kerstin ein bisschen runter. Und das Kinn machen wir hier etwas kleiner und auch bei mir etwas kleiner. Also mehr kann ich das bei mir nicht verändern hier von den Augengrößen her. Das heißt, ich werde da gleich nochmal reingehen. Machen wir erstmal okay. Das Ganze jetzt also nochmal, damit ich halt, jetzt werden die Werte ja wieder alle auf 0 gesetzt. Und das heißt, wenn ich jetzt auf Gesicht 2 gehe und meine Augen vergrößere, kann ich da noch etwas mehr rausholen. Ah, jetzt habe ich das falsche Gesicht gewählt.
Gesicht 1, so. Ja, das passt ganz gut. Augenbreite können wir so lassen. Die Nase würde ich fast noch etwas kleiner machen. Spitzer. Ich glaube, beim Lächeln kann ich jetzt nicht mehr so viel rausholen. Das sieht eher so wie so ein quälender Schrei aus, aber das ist ja gut, das passt ja gut zum Thema. Die Oberlippe mache ich noch etwas größer, genauso wie die Unterlippe. Stirn, alles lassen wir. Dann schauen wir nochmal bei Kerstin. Was wir da noch machen können. Augen lassen wir. Die Nase vielleicht noch etwas kleiner und noch etwas spitzer. Den Mund vielleicht noch etwas größer. Vielleicht können wir da auch noch etwas am Lächeln machen. So. Okay, sieht doch schon sehr verrückt aus. Im Vergleich zu vorher. Ja. Gefällt mir sehr gut. So, und das war eigentlich auch schon die Hauptarbeit, die wir machen mussten. Weil jetzt kommen lediglich noch Filter zum Einsatz. Und ich habe jetzt schon mal vorgearbeitet, weil ich natürlich selber erstmal schauen musste, welche Filter benötige ich alle. Ich erkläre euch das jetzt nochmal kurz in einem Schnelldurchlauf. Und zwar habe ich mir erstmal diese ursprüngliche Ebene in ein Smart-Objekt umgewandelt. Weil ein Smart-Objekt hat den Vorteil, wenn ich Filter darauf anwende, kann ich diese jederzeit wieder auswählen, also anklicken und dann halt verändern. Bei einem normalen Foto ist es ja so, wenn ich da einen Filter drauf anwende, dann ist der angewendet und wenn ich später im weiteren Verlauf merke, dass das schlecht war, dann müsste ich alle Schritte wieder hier über zurückgehen oder über das Protokoll wieder zu dem Punkt vor dem Filter und alles danach nochmal neu machen. Und beim Smart-Objekt habe ich halt den Vorteil, dass ich halt immer wieder drauf eingreifen kann. Nachdem ich das Bild in ein Smart-Objekt umgewandelt hatte, habe ich mir erstmal drei Ebenen erstellt. Und zwar Effekte, Details, Outlines. Diese Details-Kopie, die habe ich dann später noch hinzugefügt. Und habe dann die oberen Ebenen ausgeblendet und auf der Effekte-Ebene gearbeitet. Dort habe ich als erstes den selektiven Scharfzeichner angewendet. Mit einer Stärke von 200%, Radius 1,5. Verringern Gaußscher Weichzeichner, das war bei mir noch auf Bewegungsunschärfe. Dann habe ich als nächstes den Ölfarbefilter angewendet. Auch genau mit diesen Einstellungen, wie sie hier stehen. Das heißt Stilisierung 5, Reinheit 3, Skalierung 0,1 und 0. Die Beleuchtung, die ist standardmäßig aktiviert gewesen, die ausschalten. Dann bin ich über die Filtergalerie gegangen und habe mir dort Tontrennung und Kantenbetonung ausgewählt. Und habe erstmal das Ganze etwas so aufgeschlüsselt. Man hätte hier auch eventuell 3 nehmen können, dann wäre es etwas weicher gezeichnet. Aber ich lasse das mal bei 2. Dann habe ich das einmal weich gezeichnet, damit diese groben Kanten etwas weicher rüberkommen und habe dann aber anschließend nochmal den Ölfarbefilter angewendet. Mit diesen Werten, Stilisierung 5, Reinheit 3, 0, 1, 0, also genauso wie vorher, Beleuchtung aus. Und als letztes habe ich dann nochmal das Ganze unscharf maskiert, um wieder etwas Schärfe zurückzuholen. Mit einer Stärke von 140, Radius 5 und beim Schwellenwert von 35 Stufen. Damit war ich mit der Bearbeitung auf dieser Effekte-Ebene fertig, habe auf der Details-Ebene weitergearbeitet und auch dort wieder mit dem Filter Tontrennung und Kantenbetonung gearbeitet. Dieses Mal aber mit den Werten 4, 5, 6. Und auch darauf habe ich einen Ölfarbefilter angewendet. Dieses Mal aber mit der Stilisierung 10. Die restlichen Werte sind gleich geblieben. Und ihr seht ja jetzt schon, hier kommt jetzt langsam dieser Comic-Effekt raus. Beim Ebenenmodus habe ich hier auf ineinander kopieren umgestellt und die Deckkraft auf 25 verringert, weil bei 100 hätte das so ausgesehen. Man kann vielleicht noch etwas mehr nehmen.
So 29 ungefähr. Und das war es auch schon auf dieser Detailsebene. Die habe ich mir dann lediglich noch einmal kopiert, habe wieder Tontrennung und Kantenbetonung gemacht mit den Werten 6, 7, 6. Das hat in meinem Fall wunderbar gepasst. Das kann natürlich sein, dass das bei euch völlig andere Werte sind. Das ist auch nicht erschrecken, wenn das zwischendurch halt so ausschaut. Das nehmen wir gleich wieder raus. Dann den Ölfarbefilter wieder angewendet mit den gleichen Werten wie zuvor. Habe aber jetzt hier den Ebenenmodus auf Lichtpunkt gesetzt bei einer Deckkraft von 50. Und als allerletzten Schritt habe ich noch die Outlines gemacht. Die sind ganz simpel, und zwar geht man einfach hier hin, geht auf den Hochpassfilter, den findet man also hier, Filter, sonstige Filter, Hochpassfilter, und habe das auf 2 gesetzt. Man kann natürlich auch mehr nehmen, aber man sieht dann hier, dann kommen diese unschärfe Ränder dazu. Lieber etwas weniger. So 2,2, 2,1, irgendwie sowas um den Dreh. Und das war's. Fertig ist eigentlich das Comicbild. Im Vergleich vorher, nachher. Ups. Schaut das Ganze jetzt so aus. Und ich habe mir gedacht, mit einem schwarzen Hintergrund sieht das Ganze natürlich ziemlich blöde aus. Deswegen habe ich mir hier diese noch einen Hintergrund hinzugefügt. Ganz wichtig ist, was ich jetzt noch vergessen habe, ich habe die Ebenen, die ich hier für diese Karikatur erstellt habe, alle zusammen in einen Ordner gepackt, weil das hat den Vorteil, dass man darauf diese Einstellungsebenen anwenden kann. Und hier habe ich dann nochmal so ein bisschen Feintuning vorgenommen, indem ich Helligkeit, Kontrast geändert habe, den Dynamikumfang sowie Farbton und Sättigung, da bin ich etwas mehr wieder ins Rötliche zurückgegangen. Und dann habe ich mir aber gedacht, dass das mit diesem schwarzen Hintergrund recht blöde aussieht. Deswegen habe ich das Gleiche nochmal mit einem Landschaftsbild gemacht. Das habe ich jetzt mal nicht in einem Smart-Objekt umgewandelt, sondern habe die Filter direkt darauf angewendet. Das heißt, man sieht es jetzt hier, also wenn ich jetzt hier einen Schritt zurückgehen wollen würde, geht das nicht. Weil ich eben die einzelnen Filter, die ich darauf angewendet habe, nicht nochmal bearbeiten kann. Die sind jetzt gesetzt und die bleiben auch so. Aber wie gesagt, bei diesen Ebenen habe ich genau das Gleiche gemacht, wie im Endeffekt mit der Cartoon-Ebene auch. Dann habe ich hier noch einen Unschärfeverlauf reingebracht, auf den ich eine Maske angelegt habe und mit dem Vordergrund-Hintergrund-Verlauf-Werkzeug einfach einen Verlauf gezogen, dass hier vorne der Bereich scharf bleibt und hinten was unscharf. Auch hierauf habe ich dann wieder verschiedene Einstellungsebenen angewendet, damit das Ganze wieder ein bisschen bunter wird und auch mehr zu dem Comic passt. Und dann habe ich meine Karikaturen da drauf hinein eingefügt und habe dann aber gemerkt, das sieht halt sehr unrealistisch aus, weshalb ich halt noch Schatten hinzugefügt habe. Erstmal hier unten die ganz normalen Schatten am Fuß, die natürlich entstehen. Ich habe natürlich geschaut, wo fällt der Schatten hier hin. Der fällt so leicht nach hinten, links oder recht gerade nach hinten. Dann habe ich einfach die Ebene hier genommen, kopiert und mit dem Bearbeiten, Transformieren, Verzerren Werkzeug nach hinten gelegt. Und dadurch, dass der Schatten gerade von dem Hut hier jetzt drüber hinausging, habe ich auch hier nochmal eine Ebenenmaske angelegt und das dann sauber wegretuschiert. Ja, und das ist jetzt das fertige Bild, so wie es mir auch recht gut gefällt. Das passt halt wunderbar zu unserem Schriftzug und ich denke, wir können da auch was Cooles draus machen noch. Es tut mir leid, dass das jetzt am Ende hier so schnell ging. Das Problem war einfach bei diesem Karikaturwerkzeug, dieses Umwandeln, muss ich halt selber schauen, welche Werte passen und sowas alles. Und hätte ich das jetzt wirklich alles nochmal Schritt für Schritt ausprobiert, oder gezeigt, mit den ganzen Ausprobieren zwischendurch immer wieder, dann hätte das Video nochmal eine Stunde länger gedauert. Ich meine, ihr seht hier unten, wir haben jetzt 13.19 Uhr und ich habe halt, also allein für die Bearbeitung habe ich fast 2 Stunden gebraucht. So, jetzt ist das Bild aber fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like dafür da lasst. Abonniert den Kanal auch gerne und
Ich würde mich freuen, wenn ich euch beim nächsten Video wiedersehen werde. Bis dahin, macht's gut, genießt das schöne Wetter. Ciao.